Ich habe über 200 Event-Pads im Pet Simulator X und du kannst sie alle haben. Wenn ich nämlich im Pet Simulator X zu meiner Bank gehe und dann auf My Bank gehe, dann seht ihr hier 215 Pads und das sind alles Event-Pads. Alles, komplett. Und ich habe vor über einem halben Jahr mal angekündigt, dass ich eine riesige Verlosung geplant habe. Diese Verlosung hat aber nie stattgefunden, weil ich geplant habe, was Großes draus zu machen. Daraus wurde aber aus Zeitgründen nichts, deswegen mache ich jetzt einfach eine kleine Verlosung, bei der man trotzdem alle Pads gewinnen kann. Das heißt, wenn du die Chance haben möchtest, alle 219 Event-Pads, die in meiner Bank drin sind, zu bekommen, dann solltest du auf jeden Fall dieses Video schauen. Ich habe auch erst überlegt, ob ich vielleicht eine Verlosung mache, bei der ganz viele Leute ein paar Pads gewinnen können. Das wäre wahrscheinlich auch cool, aber es wäre mir persönlich ein bisschen zu schwierig mit der Auflösung. Ich will es jetzt einfach hinter mich bringen mit der Verlosung. Und vielleicht kann ich irgendwann noch mal eine andere Verlosung machen. Geplant ist es so, dass es einen Gewinner geben wird und der eine Gewinner, der bekommt einfach Zugriff auf meine Bank und bekommt alle Pets, die in meiner Bank drin sind. Und das habe ich ja schon mal gemacht, vor etwa einem und einem Dreivierteljahr, da habe ich ja auch jemanden alle meine Pets gegeben. Ich habe all meine Pets in die Bank gepackt und habe dann einfach den Gewinner zur Bank hinzugefügt und meinte, nimm dir alles, was du haben willst. Und dann hatte ich keine Pets mehr in Pets Simulator X. Seitdem habe ich mich aber erholt. Ich meine, es sind ein und ein Dreivierteljahr vergangen. Ihr seht, ich habe wieder Pets. Ihr seht aber, meine Huge-Pets werden auch schon immer weniger, weil ich immer noch dabei bin, Diamonds zu farmen, um irgendwann meinen Titanic-Pet zu haben für eine große Titanic-Pet-Verlosung. Also, wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dass ich meinen Titanic-Pet bekomme, damit ich das verlosen kann, dann könnt ihr mir gerne über den Briefkasten Gems schicken. Ihr geht einfach zum Briefkasten, geht auf Send und da gebt ihr dann einen Roblox Conny und ich freue mich über jeden Diamanten, den ihr mir schickt, aber am besten mehr als 100 Millionen, weil weniger als 100 Millionen sind echt eine Summe, die kriege ich nebenbei, indem ich einfach so farme, weil ich inzwischen schon so viele Gems habe. Aber so kommen wir jetzt auch zu der Verlosung. Wie kannst du bei der Verlosung teilnehmen und vor allem gewinnen? Ihr kennt vielleicht ja schon mein Pet Simulator X Lotto. Ich habe vor einer Woche ein paar Shorts gemacht. Vielleicht, wenn ich das Video hier online stelle, habe ich auch wieder einen Short gemacht, weil ich plane, das nochmal zu machen, indem ich einfach sage, yo, die 10., die 20., die 50. Person oder so, die mir Gems über den Briefkasten schickt, die bekommt die zehnfachen Gems zurück. Das habe ich so schon ein paar Mal gemacht, habe ich auch im Livestream gemacht. Übrigens, Livestreams immer samstags gegen so 17 Uhr, 18 Uhr, um diese Zeit ungefähr. Da kann es sein, dass ich auch wieder mal Verlosungen mache. Und genauso werde ich diese Verlosung dann auch gestalten. Ich werde es so machen, dass sobald das Video online kommt, gilt die Verlosung noch nicht, weil ich möchte, dass viele Leute von euch die Chance haben zu gewinnen. Dementsprechend warten wir, nachdem das Video online kommt, erstmal ein bisschen. An dem Tag, an dem das Video online kommt, um 18 Uhr, beginnt die Verlosung. Und zwar die 75. Person, die mir Gems über den Briefkasten schickt. Egal wie viele Gems. Es können 10.000 sein, ich freue mich aber natürlich auch darüber, wenn ihr mir viele Gems schickt, weil wie gesagt, ich will das Titanic-Pad haben, damit ich endlich ein Titanic-Pad habe. Aber die 75. Person, die bekommt von mir dann Zugriff auf die Bank. Die Auflösung gibt es natürlich am folgenden Tag, wenn ich das Short dazu aufgenommen habe. Es kann natürlich sein, dass so schnell gar nicht die 75 Leute zustande kommen. Ich habe nämlich schon mal so eine Verlosung gemacht, wo ich meinte, ja, 15 Personen. Und die 15. Person, die kam erst nach keine Ahnung wie vielen Stunden rein. Und bei 75 Personen kann das echt eine Weile dauern. Ihr seht, wenn nichts los ist, habe ich hier auch keine Gifts im Briefkasten. Das heißt, wenn ihr das Video seht, stellt euch euren Wecker für 18 Uhr. Wartet dann vielleicht ein bisschen, aber auch nicht zu lange. Ihr wisst ja nicht, wie schnell die Leute hier Sachen reinpacken. Weil wenn ihr die 75. Person seid, ich werde auf Gifts gehen, werde nach ganz unten scrollen, dann hochziehen. 1, 2, 3, 4, 5 und bei der 75. Diese Person, von der schreibe ich mir den Namen auf und gebe ihr dann Zugriff auf meine Bank. Aber damit es nicht nur einen Gewinner gibt, denke ich mir, die 50. Person, die erste Person und die 100. Person bekommen auch alle Gems, die sie mir schicken, zehnfach zurück. So gibt es dann insgesamt 4 Gewinner. Die erste Person, die mir Gems schickt, die 50. Person, die 75. Person und die 100. Person. Alle 4 bekommen ihre Gems zehnfach zurück und die 75. Person bekommt Zugriff auf meine Bank mit den 200 Event-Pads. Es kann natürlich sein, dass ich bis dahin, das Video hier nehme ich am Sonntag auf, dass bis dahin meine Bank ein bisschen anders aussieht, aber da werden auf jeden Fall noch 200 Event-Pads drin sein. Das verspreche ich euch auf jeden Fall. Vielleicht packe ich noch ein bisschen was rein, mal gucken, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Und warum mache ich das mit erste und 50. und 100. Person? Einfach damit ihr angespornt seid, auch schnell Nachrichten zu schicken und nicht, dass alle einfach nur warten, wann ist endlich die 75. Person dran? Die erste Person, die mir ab 18 Uhr, Punkt 18 Uhr, eine Nachricht schickt,
bekommt seine Gems natürlich auch zehnfach wieder zurück. Ihr solltet natürlich wissen, es sollte klar sein, jeder, der nicht gewonnen hat, bekommt gar nichts, weil wer verloren hat beim Gewinnspiel, gewinnt halt nichts, ist ja klar. Das bedeutet, ihr solltet am besten nicht zu viele Gems schicken, weil ihr könntet natürlich alle Gems verlieren, aber wenn ihr viele Gems gewinnen wollt, dann lohnt es sich natürlich auch mehr Gems zu schicken. Es ist ein Gamble, no risk, no fun. Und ihr müsst einfach für euch selbst einschätzen, ob es euch das wert ist, viele Gems zu setzen auf so ein Gewinnspiel. Ich meine, die Chance steht bei 4 zu 100. Also um genau zu sein, bei 1 zu 25, dass ihr gewinnt. Weil das Gewinnspiel ist ja erst dann vorbei, wenn ihr die Nachricht bekommt, dass ich keine weiteren Nachrichten mehr empfangen kann, weil der Briefkasten 100 Personen drin hat. Beziehungsweise wahrscheinlich wird es auch danach noch ein bisschen weitergehen, weil ich kenne euch doch. Es gibt mindestens 3-4 Personen von euch, die mir 30 Nachrichten schicken wollen. Und die muss ich natürlich alle klären, weil Einträge zählen natürlich nicht doppelt. Jeder, der mir doppelte Nachrichten schickt, bei dem zählt nur die erste Nachricht. Das heißt, wahrscheinlich gibt es doch noch die Chance, 100. zu werden, nachdem dort steht, mein Briefkasten ist voll. Weil ich werde wahrscheinlich erstmal so ein paar Stunden warten nach 18 Uhr, werde dann zum Briefkasten gucken und wenn da dann irgendwann mal 100 steht, gucke ich erstmal durch, ob da doppelte Leute sind. Die doppelten Leute, die nehme ich dann raus und dann ist wahrscheinlich nochmal Platz für so 10, 20 Leute. Das schätze ich einfach so ein, das kann ich aus dem Bauchgefühl gar nicht so gut wissen. Die dann immer noch alle der 100. sein können und vielleicht sogar der 75., wenn es wirklich mehr als 25 Leute waren oder 25 doppelte Einträge waren, sage ich mal. Es kann ja auch eine Person mit doppelten Einträgen sein. Tut mir einen Gefallen und schickt bitte keine Nachrichten doppelt. Die Chance, dass ihr gewinnt, die geht gegen null, wenn ihr mir Nachrichten doppelt schickt und ihr wollt ja sicher auch gewinnen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare, ich beantworte sie euch gerne. Wie gesagt, um 18 Uhr geht's los. Nur weil ihr Punkt 18 Uhr eine Nachricht schickt, heißt das natürlich nicht, dass ihr automatisch gewonnen habt. Es wird sicher auch andere Leute geben, die Punkt 18 Uhr eine Nachricht schicken. Und gewonnen hat der, der ganz, ganz unten steht. Das heißt, ihr müsst einfach der Schnellste sein. Oder der Langsamste, was die 100. Person angeht. Oh, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich so ein bisschen Angst, dass das Gewinnspiel jetzt ewig dauern wird, weil ich die 100 nicht zusammenbekomme. Also sagt's vielleicht noch euren Freunden. Weil ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen, bis heute Abend 100 Personen zusammenzubekommen, die mir Nachrichten über den Briefkasten schicken. 50 Personen zusammenzubekommen war schon schwer und da habe ich Shorts genutzt und Shorts sehen viele Leute. Vielleicht mache ich noch einen Short aus diesem Video, das ich heute um 13.15 Uhr online stelle. Mal gucken. So, ich denke, ich habe jetzt erstmal genug Gems gefarmt. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass hier diese dicke, hässliche Säule in der Mitte ist, mit der man einfach nicht mehr anständig AFK farmen kann? Ich hasse es. Ich werde niemals genug Gems für ein Titan-Eckpad bekommen. Naja, ich würde aber sagen, das war's mit dem Video. Ich wünsche jedem von euch, der teilnimmt, sehr viel Erfolg. Schickt mir am besten nicht all eure Gems. Wenn ihr sie verliert, sind sie weg. Es sei denn, ihr wollt mich unterstützen. Dann könnt ihr mir natürlich so viele schicken, wie ihr wollt. Das wär's aber. Bis dann und ciao!